Ja, herzlich willkommen zurück zu Clicker Hue. Man sieht, es ist ein bisschen heller als sonst immer. Ja, müsste man sehen, keine Ahnung. Es liegt daran, es ist gerade mal 15 Uhr. Die letzte Aufnahme war gestern. Also es ist zwischen dieser und der letzten Aufnahme... Oh. 30 Stunden vergangen. Nein! Was laber ich? Weniger als einen Tag. Also 18 Stunden. Genau. 6 Stunden weniger als einen Tag, nicht mehr als einen Tag. Hab gerade dumm gerechnet. Genau. Ja. Wir gucken einfach mal kurz rein. So, aktueller Stand der Dinge ist wie folgt. Ich habe tatsächlich nicht wie geplant 20 Mal ascended, sondern nur so 12 Mal oder so. Müsste man ja hier irgendwie sehen. Ja gut, da zählt ja glaube ich auch unsere beiden Quick Ascension am Anfang mit rein. Oder unsere eine, also keine Ahnung, irgendwie so 11, 12, 13 Mal, irgendwie so in dem Dreh. Ja, hier sieht man es leider nicht, weil wir haben ja hier nur den einen Eintrag, da das ja alles immer eine Quick Ascension war, ne? Aber ja, ich bin schon wieder am Ende dieser Ascension. Es lohnt sich einfach nicht. Durch die Quick Ascension bin ich so scheiße viel schneller. Wie gesagt, ich habe jetzt heute 13 Ascension. Die letzten Ascension haben jeweils immer noch eine halbe Stunde gedauert. Weil halt Quick Ascension, dann kam ich ja wieder ein Stück weiter. Aber weil halt der gesamte Einstieg wieder gefehlt hat, hat die neue Ascension statt 3 Stunden nur noch eine halbe Stunde oder eine Viertelstunde gedauert. Ja. Wir haben auch noch immer noch knapp 3000 Rubine, weil wie gesagt, ich bin ja gerade mal 10 Mal ascended. Heißt also, ich habe nur ungefähr 500 Rubine verschleudert. Ich habe gerade alle Skills aktiviert. Die Skills laufen mittlerweile 800 Sekunden. Also fast 15 Minuten. Also fast eine Viertelstunde. Und wir haben es tatsächlich mittlerweile geschafft, bis 126 zu kommen. Das sind fucking 180 Ancient Souls. Ja, wer sich wundert, ich habe die übrigen mal hier unten verteilt, einfach mal just for fun. Weil ich gucken wollte, ob das einen Unterschied macht, hat aber wie erwartet keinen so großen Unterschied gemacht. Also das hier unten hat gar keinen Unterschied gemacht, so wirklich. Dora, ne, wir hatten ja sowieso schon immer Treasure Chest Chance von über 100%, jetzt haben wir halt 400%, macht auch keinen Unterschied. Der hier hat ein bisschen Unterschied gemacht. Wir hatten halt, normalerweise hatten wir unten bei Boss Zone, bei Boss Health hatten wir halt 25. Jetzt war da halt 15. Mittlerweile bin ich ja wieder ein bisschen weiter, deswegen jetzt 16. Das heißt, die Bosse sind jetzt nur noch halb so stark. Macht aber auch keinen Unterschied. Komme ich einen Boss weiter, wow. Das sind 5 Level hier hinten. Wie man sieht, bei 28.000 Level macht 5 Level auch keinen Unterschied mehr. Deswegen aber, ich dachte einfach, wisst ihr, dann belastet das nicht mehr meine Entscheidung, sondern da haben wir jetzt ein paar Punkte verteilt, denn haben wir da erstmal unsere Ruhe. Atmen brauchen wir auch nicht mehr machen, weil wir haben eine 170% Primal Chance. Kuma Wakamaru brauchen wir auch nicht mehr machen, weil wir haben minus 30 Monster. What? Und der Typ ist gerade mal Level 5, ich weiß nicht, was da passiert ist. Das heißt, wir können tatsächlich bei den Ancient Souls gucken, ob wir die hier oben irgendwo weiter verteilen. Ich meine, wir bekommen eine ganze Stange. Wir bekommen eine richtig fette Stange in den Arsch geschoben. Wir könnten also locker den hier auf Level 20 bringen. Zum Beispiel. Und dann gucken wir mal noch, ob sich hier oben noch irgendwas lohnt. Einer von den beiden vielleicht. Aber das ist halt auch alles so, ne? Naja, jetzt erstmal auf jeden Fall Alter, ja, wie gesagt, alle Skills sind aktiviert, also alle guten Skills sind aktiviert und trotzdem habe ich halt jetzt mittlerweile, also ich glaube mal, die Transcension ist zu Ende. Ich habe auch jetzt keinen wirklichen Upsala. Ja, wow, ich weiß auch, warum die Transcension zu Ende ist. Das macht den gewissen Unterschied. Okay, so sieht es ein bisschen anders aus.
Gut, da können wir doch noch ein bisschen weiter vorpreschen. Mal gucken, wie weit wir noch kommen. Und bei der letzten Ascension hatte ich davor 1E. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. 1,25 oder so an, also 1E5, also 1E125 natürlich. Aber quasi 25 Hero Souls. Und bei der Ascension jetzt gerade hatte ich 4 E26 Hero Soul. Das heißt also noch das gerade mal 40-fache. Das heißt, jetzt sieht man ja schon, ich hatte davor 4 E26. Jetzt haben wir knapp 2 E27, also auch noch gerade mal das Zehnfache. Mal gucken, wie weit wir jetzt noch kommen. Aber man sieht schon, das ist. Ich glaube, nochmal Ascent lohnt sich halt einfach nicht. Deswegen mache ich jetzt schon die Aufnahme, denn Transcenden wir halt jetzt schon. Das wird dann auch wieder eine normale Transcension. Allerdings kann es trotzdem sein, dass ich in der nächsten Folge wieder direkt transzende, weil ne, die Transcension jetzt ist an einem Samstagnachmittag. Und die nächste Folge kommt erst am Montag. Das heißt, dazwischen ist das sowieso eine Folgepause. Das heißt, selbst normalerweise, ne, wenn wir im Zwei-Tages-Rhythmus transzenden, hätten wir quasi sowieso am Montag transzendet. Und jetzt kommt auch noch dazu, dass es jetzt gerade bei 15 Uhr ist. Das heißt, heute kann ich auch noch ein paar Ascension durchdrücken. Das heißt, ich habe bis Montag viel Zeit für Ascension. Und nein, wie gesagt, normale Ascension, keine Quick Ascension mehr. Ich meine, war zwar ganz funny, aber andererseits hier alle halbe oder Viertelstunde mal nachzugucken und hier zu ascenden, immer noch alle Viertelstunde, da wirst du irgendwann bekloppt. Also, ja, da wirst du irgendwann echt gaga. Macht zwar irgendwie Fun und ist natürlich ultra berauschend, macht aber auch gaga. So, mal gucken, kommen wir jetzt noch viel weiter. Ah, 2,4 E27, das ist alles nicht so, wo man sagt, okay, das lohnt sich jetzt noch voll extrem. Was haben wir noch mal ein Vierfachbonus bekommen? Mal gucken. Die Frage ist, wie lange diese Dinger hier überhaupt noch laufen. Aber gut, ich kann die oberen vier schon wieder direkt aktivieren und die unteren in 3 Minuten auch wieder aktivieren direkt. Also, das wäre noch nicht das Problem. Das ist mittlerweile so heftig und ich glaube mal in der nächsten Transcension werden wir es wahrscheinlich auch sogar schaffen, dass wir hier quasi ja, das Ding dauerhaft aktiv lassen können. Also, dass die Wirkzeit länger ist als die Cooldown-Zeit und damit quasi Cooldown-Time. Abkühlzeit. Wow. Das heißt, dann können wir quasi einen Autoklicker draufsetzen und dann haben wir immer Golden Klicks aktiviert. Dann müssen wir allerdings gucken, weil wenn ich das hier aktivieren würde, würde ich dabei gerne auch das aktivieren. Also auch mit Autoklicker. Weil das sind halt die beiden, die so das Effekt, also das Nonplusultra. Dann hätte ich aber hierfür bloß noch 2 Autoklicker. Oder wir kaufen uns noch ein paar Autoklicker. Ich meine, teuer sind sie ja nicht mehr. Das ist so traurig, Alter. Das ist so endlos traurig. Mal gucken. Wir haben jetzt 500 Rubine ausgegeben. Das heißt, diese Ascension, diese Transcension, was machen die da draußen gerade? Diese Transcension hat jetzt einen Wert von $50. Also mit Umrechnungskurs und dies und das und jenes auch ungefähr 50 Euro. In Deutschland herrscht ja Inflation. ja. Nice. Tja, dann würde ich mal sagen, komm, die Demos hier machen wir noch. Viel weiter kommen wir dann auch nicht mehr. Da können wir eigentlich tatsächlich transzenden. Ja, jetzt sind dort Dinger hier deaktiviert. Ich mache nochmal die oberen vier rein. Damit der Boss hier nochmal besiegt wird. Und dann kann
kann ich in der Minute auch die unteren beiden wieder aktivieren. Das ist so komplett useless, ey. Schön, schön, sehr schön. Macht irgendwie Spaß. Darfst du keinem erzählen, Alter. Darfst du echt keinem erzählen. Oh, wei, wei, wei. Was wir nochmal machen können, sind die letzten paar Skills. Die letzten paar Guilds. Sind da nicht mehr viele, die auch noch mit auf den Typen draufpacken. So, bam, ungefähr. So. Haben wir noch 11 Level, die wir brauchen, bis zum nächsten 4er Boost. 10er Boosts gibt es leider nicht mehr. Die gibt es ja, glaube ich, nur bis Level 8000. Und selbst wenn, wäre das nur alle 1000 Level. Und da sind wir noch weit entfernt. Okay, wir haben den Boss geschafft. Aber würde ich mal sagen, viel mehr passiert das auch nicht mehr. Ich meine, ne? Das hier bringt auch nicht mehr allzu viel. Da kommen wir auch nicht mehr viel weiter. Ein Level, noch ein Level. Obwohl, bis 50 schaffen wir es noch. Und dann haben wir wieder die vierfache Stärke, ne? Sieht tatsächlich gut aus. Doch, das schaffen wir locker. Na gut, dann können wir den nächsten Boss auch noch schaffen. Macht zwar alles keinen Sinn mehr, aber egal. Wie wir das geht jetzt schon schnell, weil wie gesagt, wenn wir jetzt mit einmal die vierfache Stärke und von einem Boss zum nächsten Boss, wenn ich gerade mal doppelt so stark. Das heißt, wir haben jetzt immer noch doppelt so stark, aber die vierfache Stärke selber. Das heißt, bloß noch die halbe Zeit. Oder so ähnlich. Jutschen, dann haben wir eine neue Highest Zone Range von 28, 640, 1000 Millionen Milliarden. Gut, und damit würde ich dann mal sagen, machen wir Feierabend. Einmal Ascenden, bam. Und mit 188 Transzenden, Alter. Bin ich mal gespannt, auf welchen Wert der Ding geklettert. Garantiert über 6. Müsste über 6 sein, oder? Ja, 6,17. Einen ganzen Prozent mit einmal. Und da merkt man schon, ab jetzt, ne? Ab jetzt werden die Transzenden definitiv immer kranker. Immer schneller und immer ausgebuchster, ausgefuchster, wudel. Die Sprünge steigen an. Ne? Hier hatten wir noch irgendwas um die 20, 22. Naja, also mehr als 20 auf jeden Fall. Und hier jetzt aber mit der gleichen Anzahl Ascension. Weil, wie gesagt, eine normale Ascension ist ja genauso effektiv wie eine Quick Ascension, also kann man das tatsächlich 1 zu 1 gleichsetzen. Das Einzige, was bei der Quick Ascension wegfällt, ist die Wartezeit. Und trotzdem haben wir jetzt fast 40. Also 1E40. Das ist schon... Okay. Ist geil. Und wenn ich nicht komplett falsch liege, wie gesagt, dann steigt das ja immer mehr. Zumindest wie gesagt, bei meiner mobilen Version war es so. Dass wenn man einmal in diesen, ne, drinne ist, dass dann auch immer weiter ansteigt. Ich weiß, bei der ersten Ascension immer das mit diesem, dass man das nicht klicken kann, obwohl man es klicken kann. Das ist ein bisschen dumm. Achso, macht ja gerade gar keinen Sinn. So macht das Sinn. Habe ich gerade Scheiße gelabert mit dem Klicken? War die Zahl hier unten rot? Nee, ne, die Zahl hier unten war gelb, oder? So wie hier jetzt gerade. Ist auch egal. Auf jeden Fall verwirrend. Aber jetzt wiederum haut's hin. Jetzt kann man das anklicken, sobald es gelb ist. Woran das natürlich auch liegen kann, ist, weil er diese 25... Ja, siehst du, jetzt kann man das kaufen, sobald sie auch gelb wird. Woran es liegen kann, ist, dass das vielleicht deswegen ist, weil die 25 ja gar nicht... also, weil die 25 noch von der vorherigen so übernommen wurde, ne? Ist ja hier mit diesem Toggle. Und kann sein, dass wenn man das auf 25 gestellt hat und dann transzendet, dass er dann intern wieder mit dem Einfach arbeitet, obwohl er auf 25-fach steht. Und deswegen das hier unten schon als kaufbar anzeigt, obwohl es eigentlich noch nicht kaufbar ist. Das könnte natürlich sein. Darauf habe ich noch nicht geachtet, so genau. Ich
wie gesagt, jetzt nach uns hin. Ah, nee, doch nicht. Hier unten ist er wieder gelb, aber man kann sich anklicken. Okay. Ja, der Preis stimmt. Den Preis können wir locker kaufen, weil wir haben schon 1,3 i6, aber wir können es trotzdem nicht kaufen. Hä? Jetzt ist 6. Digga, was ist denn hier los? Die scheinbar wirklich daran, dass hier komplett falsche Werte angezeigt werden. Okay, also wir sollten wahrscheinlich bei einer Transaction vorher hier rausgehen aus diesem Modus. Ne? Wenn wir hier in diesem 25-fachen Modus drin sind, da einmal rausgehen und erst dann transcenden. Irgendwie scheint er mit diesen, ja, keine Ahnung, Multiply-Buy-Button-Dingern da nicht klar zu kommen. Scheint mir fast so zu sein. Aber gut. So, hier einmal auf 100 und der war auf 125. Können wir uns aber nicht leisten. Dann aktivieren wir schon mal die ersten Upgrades, damit wir ein bisschen stärker sind. Ich könnte mir auch eine Quick Ascension leisten. Ha! Ach was, komm, wir brauchen gerade keine. Wir brauchen gerade keine Quick Ascension. So, dann können wir hier nochmal. Ganz ehrlich, wir brauchen keine Söldner, wir brauchen keine Quick Ascension, wir brauchen keine Jaggernaut am Anfang, wir brauchen einfach nichts. Wir zerficken einfach so schon alles. Das ist traurig, das ist echt traurig. So, dam. Hier ist doch schon mal wieder Instakill. Na gut, nicht ganz, aber. Hä? Was willst du mir damit sagen? Den kann ich kaufen, aber den nicht. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das macht überhaupt. Hä? Ein Level kostet 1E8. 25 Level kosten 1E8. Also 1,1E8, aber das haut definitiv nicht hin. Wollt ihr mich verarschen? Boah, Alter. Dieser. Also ja, es liegt definitiv an diesem Tackle-Modus. Sobald ich den einmal durch habe, ne, jetzt geht er auf 6E9. Und wenn ich jetzt wieder rausgehe, dann fängt das jetzt auch richtig an mit 6E9. Also, was auch immer da abgeht, das ist nicht gesund. Definitiv nicht, nein. Das heißt, ich muss hier immer durchtaggeln, damit die ganzen Zahlenwerte stimmen. Schön. 1, 2, 3, 4, 5. Genau, okay, immer 5 raus. Immer 5 mal raufklicken, dann stimmen die Werte wieder. Okay, das ist ein bisschen traurig. Aber, dass sowas keinem Entwickler auffällt. Ich meine, das Spiel hat jetzt mittlerweile ein paar Jahre auf dem Buckel. Aber gut, es war ja mit den Ostereiern ganz genauso, ne? Das ist auch niemandem aufgefallen. Von daher. Ah, das hier genauso. Meine Güte. Also, wenn mein Basic-Clicker genauso verschlammt ist wie das hier. Dann dürfte mich offiziell umbringen. Sterbehilfe oder sowas, keine Ahnung. Das ist sowas von traurig. Achso, bevor jetzt hier unter meinen Zuschauern ein paar Killer sind. Das war ein Witz. Morgen bin ich sowieso tot. Ach ja, so, guck mal, hier ein paar Level, hier noch ein paar Level, hier noch ein paar Level. Na gut, also ganz Instakill haben wir nicht, ne? Ach so, gut, ich muss ja auch oben die ganzen Sachen noch nachkaufen. Wir sind ja alle auf, ja. Da fehlen noch haufenweise Upgrades, so Klickschaden und, kritischen Klickschaden und so ein Spielerei. Kein Wunder, dass wir so ultra schwach sind hier. So, dann machen wir mal hier die beide. Das ist, glaube ich, sogar für Klickschaden. Genau, Klick-Kombo. Increase Click-Damage, Dick-Click-Damage. Und der jetzt für Crit-Schaden. Nee. Ja, also doch schon, aber nicht jetzt direkt, sondern Skill. Das ist aber nicht das, was ich meinte. Och,
Alter, Mango. Danke. Schön. Aber jetzt wissen wir jetzt wissen, wie wir dieses Anzeigebug-Problem lösen. Müssen wir einfach immer ein paar Mal durchtoggeln und dann geht das. Sehr schön. Ich könnte heute noch mal Wait machen. Mit dem Tablet. Hab aber keine Lust. Die vier Hero Souls am Arsch. So. Hier oben haben wir alles gekauft. Sehr schön. Und es sind auch immer noch diese komischen Köpfe hier drin, ne? Also das scheint wohl auch irgendwie eine etwas längere Aktion zu sein. Naja. Hui, wir sind schon Level 71. Holy moly. Es geht ja ab hier. Ist ja wie auf dem Straßenbazar. Straßenbazar nicht doppelt gemoppelt. Bazars sind doch immer auf der Straße. Naja, wer weiß das schon. So, nochmal ein bisschen ein paar Upgrades hier. Das waren doch, glaube ich, alles Upgrades für Klickdinger. Durchseppen, das hat sie wieder stimmt. Ich guck mal dich direkt. Alter, eine Geschwindigkeit sondergleichens. Will kaufen. So, machen wir hier noch. Wir können doch eigentlich den Autoklick einfach mal aufsetzen. So ungefähr. Und jetzt auf den nächsten. Oh, naja, wie gesagt, Instakill sieht anders aus, aber wir kommen trotzdem super voran. Also ist ja hier. Ich sag mal so, eine Quick Essential können wir uns doch immer noch leisten, aber wir brauchen definitiv immer nur noch eine einzige. Wobei, ganz ehrlich, das reicht so vollkommen aus. Da brauchen wir jetzt keine Quick Essential hier vollpumpen. So, und schon haben wir Aphrodite, Athena. Ätna. Keine Ahnung, wie man den Namen ausspricht. Bestimmt ganz anders. In Wirklichkeit steht da sowas wie Eminem. So. Gib mal die Upgrade. Great, great, great. Upgrade, great, great, great. Finde ich great. Ja, Klickmeister. Oh, da habe ich noch ein paar übersprungen. Ha. Schau mal, na guck. So, dann machen wir mal alle auf 75. Oh, der ist der. Ah! Der erste Primal. Ja, wobei das noch nicht wirklich Primal war. Wir haben ja keine Primal Hero Souls bekommen, sondern nur normale. Von daher weiß ich nicht, ob man das dann trotzdem schon als Primal Boss bezeichnet hat. Oder er nicht so. Haben wir mich wieder ein vergessen oder was? Oh ja. Hier oben, die sind noch nicht ganz auf Höhe. So. Aber sonst haben wir alles, genau.
Sonst ist alles vorhanden. Gut, dann machen wir dich mal auch auf Level 150. Du kriegst noch dein 100er Upgrade. Du hast, glaube ich, genau doch, so auch ein 100er. Eins der wenigen, wo das vierte Upgrade ein 100er Upgrade ist, weil sie kein 75er Upgrade hat. Sorgt immer für ein bisschen schöne Verwirrung, aber ist halt so. Und irgendwann gewinnt man sich auch dran. Ganz ehrlich. Da ist noch niemand dran gestorben. So, machen wir mal hier noch. Dankeschön. Und dann noch einer direkt. Auch ein 100er. Gib mir das Upgrade! Denn das Upgrade ist great. Wobei man sich bei manchen Wörtern schon so echt so Gedanken machen kann, naja, vielleicht hat damals derjenige, der das Wort erfunden hat, naja, wenn man bei Wörtern von erfinden reden kann, keine Ahnung, ob man jetzt das Wort Auto erfunden hat, ne, aber ne, so im Englischen, ne, Upgrade ist ja was Großartiges, ne, und deswegen dieses Great, vielleicht, weil es halt hoch geht und das schön ist, deswegen ist es Up. Und dabei great, deswegen upgrade. Wer weiß, vielleicht hat das wirklich, ne, das Wort diese Herkunft. Oh, wow. Und wir haben jetzt schon 1, ach ne, 1E5. Ich dachte gerade schon, wir haben schon wieder direkt 1E6. Aber bis dahin dauert es noch ein bisschen. Alter, Frosty sieht halt auch so Motherfucker-mäßig aus, ey. Gut, ich meine, bei manchen Stellen hätten die das Blau weglassen können. Aber ne, mit dem Blau und dem Gelben hat schon einen sehr hohen Kontrastwert. Doch diesmal klar. Gut. Dann brauchen wir einen größeren Autoklicker auf Frostleaf setzen und dann hat sich die Sache damit auch schon gegessen. So. Baff. Und schon macht das Spiel alles alleine und wir haben wieder Instakill. Weil Frostleaf einfach so ein kompletter Zerficker ist. Was wollte ich gerade gucken? Genau. Bei uns ist es ja mittlerweile Tradition, alles bei Wikipedia nachzulesen. Upgrade. Aufwerten, sich ausstatten, aufrüsten, hochstufen. Ich mach mal kurz Englischen. Vielleicht kann man es da besser ablesen. Upgrading to CC Replacement. The product with a new version of the same product. The computer and the electronic is upgraded. General replacement of hardware software firmware with a new better version. In order to be inserted, computing customer the risk. Tja, aber Wortherkunft gibt's hier nicht irgendwie, ne? Vielleicht gibt es ja im Deutschen auch sowas wie Wortherkunft. Unterschied zwischen Upgrade, Update und Downgrade. Okay, also, dass man vielleicht den Unterschied zwischen Upgrade und Update, den erklären muss. Okay, das verstehe ich. Aber den Upgrade zwischen, aber den Unterschied zwischen Upgrade und Downgrade, den erklären zu müssen. Naja, das eine geht halt hoch, das andere geht halt runter. Ist komplett weltverschieden. Also, jetzt habe ich, oh. Einfach random irgendwo raufklicken mit der Maus und dabei auch noch genau einen Link treffen. Das wäre jetzt richtig so Windows-Style gewesen, wenn das jetzt mich zum Virus weitergeleitet hätte. Kennt man ja, ne? Wenn Seiten einfach mit Werbung so vollgepackt ist, dass du quasi, wenn du, hast du meistens auf irgendwelchen Download-Seiten, ne? Dass du dann, ne, halt Produktbeschreibung oder sowas, dann hast du so einen Download-Button. Aber dieser eigentliche Download-Button, der für dich interessant ist, weil da du das downloadest, was du haben möchtest, ist halt ganz normal. Und links daneben ist aber ein super riesiger Download-Button, der aber eigentlich nur eine Werbung ist. Und du aber ganz normal beim Seitendurchstöbern denkst, aha, Download, klicken, klicken, ja. Und kommst dabei dann aber nicht zu deinem Download, sondern zu irgendeiner anderen Werbung oder zu irgendeiner Spieleseite oder downloadest tatsächlich irgendwas. Es ist immer so, warum? Vor allem,
warum? Ich meine, dass es Werbung gibt, die sowas machen, okay, aber warum unterstützen denn die Webseitenbetreiber solche Werbung denn auf ihren eigenen Webseiten? Na gut, mittlerweile ist es einfach Hordenprinzip. Wie gesagt, das Problem sehe ich auf ganz vielen Webseiten. Ich meine, ich hier privat habe das Problem nicht, weil ne, ich habe ja hier keine Werbung bei mir drinne. Dank diversen Add-ons. Aber gerade wenn du so auf Schulrechner bist oder anderen Rechnern, die halt diese Add-ons halt nicht drin haben, da musst du halt so unendlich drauf aufpassen, weil du hast halt überall Werbung und egal wo du daneben klickst, sobald du irgendwo daneben klickst, auch wenn es nur ein Pixel ist, triffst du garantiert Werbung, die dich dann garantiert direkt irgendwo weiterleitet, ein Pop-up öffnet oder vielleicht den gesamten Rechner voll spammt. Ich hasse Werbung. Fällt garantiert nicht auf, ne? Ja gut, wobei ganz ehrlich, ich denke mal, Werbung ist eins der wenigen Sachen, die jeder hasst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendjemanden auf der Welt gibt, der sagt, ach, diese Werbung, also ich liebe Werbung. Also okay, jetzt muss man auch unterscheiden. Also ich meine jetzt mit Werbung lieben allgemein Werbung lieben. Dass es vereinzelte Werbeelemente gibt, die halt, weiß nicht, lustig gemacht sind oder halt einfach so, dass man sagt, okay, das war mal cool. Klar, sowas gibt es definitiv. Aber jetzt Werbung als allgemeine, ne, also allgemeine Werbung als solches feiern. Ich glaube nicht, dass es da jemanden auf der Welt gibt, der in diese Kategorie fällt. Und wenn doch, sollte sich dieserjenige schleunigst eine Art aussuchen. Ja. Es ist ja auch das mit dieser komischen personenbezogenen Werbung, ne? Hatte ich ja, glaube ich, auch schon mal drüber erzählt gehabt. Dass ja so viele Leute immer diese personenbezogene Werbung so verabscheuen, wo die dann immer sagen, ja, die Werbung, ne, wenn man jetzt so auf irgendwelchen, weiß nicht, bei Amazon irgendwelche Sofa sich angeguckt hat, da bekommt man direkt Werbung für Sofa. Oder wenn man sich nach irgendwelchen Spielkonsolen umgeguckt hat, dann bekommt man halt Werbung für Spielekonsolen. Was ich persönlich aber halt jetzt, ne, ein bisschen so zweischneidig finde. Zum einen, klar, muss halt aufpassen, weil du hast halt eine Blasenproduktion. Das heißt, also, ne, diese Bubble. Dass wenn du quasi halt, ne, bei Nachrichten zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwo Nachrichten liest mit, weiß nicht, das und das ist passiert und das ist schlecht, dann bekommst du potenziell mehr von solchen Nachrichten und wirst damit in diese Richtung gedrängt und kommst da nicht mehr raus. Weil umso weiter du drinne bist, umso mehr Nachrichten kommen für diese spezialisiert, damit wirst du noch weiter reingedrängt. Und kommt noch mehr Werbung für das oder Nachrichten für das und ne? Aber andererseits ist es halt auch so, dass ich persönlich halt mich zum Beispiel früher mal sehr gerne gefreut hatte, dass, ne, wenn ich halt Werbung bekommen habe, dass es dann auch wenigstens Sachen waren, die mich interessiert haben. Also, wie gesagt, ich hatte es glaube ich schon mal erzählt gehabt, dass halt so ist, wenn ich jetzt auf irgendwelchen Seiten bin und wenn ich Werbung bekomme, dann meistens halt für irgendwelche Computersachen oder Technik allgemein. Also Sachen, wo ich dann denke, ja, okay, interessiert mich gerade nicht, aber es ist zumindest etwas, das könnte mich halt irgendwo interessieren oder vielleicht, ne, Aber wenn ich dann halt auf irgendwelchen anderen Rechnern, wie gesagt, bin, so Schulrechner und ähnliches, dann kommt halt Werbung für Unterwäsche, für Waschmaschinen, also für wirklich das Low-Boppigste überhaupt. Und da habe ich persönlich lieber meine personenbezogene Werbung, da habe ich wenigstens interessante Technik, als irgendwelche Unterwäsche-Werbung. Hallo? Gut, kann natürlich auch sein, dass derjenige, der vor mir den Rechner benutzt hat, vielleicht eine Neigung zu einem bestimmten hatte und gerne Unterwäsche angeguckt hat und vielleicht deswegen die Werbung kam. Wer weiß. Aber nee. Ich habe lieber meine eigene Werbung. Also am liebsten habe ich gar keine Werbung, klar. Aber wenn Werbung, dann lieber personenbezogene Werbung als komplett random. Wo man sich so denkt, warum kommt das jetzt gerade? Vor allem hasse ich halt diese Werbung, wenn du so Seiten hast, wo du links einen Werbebanner hast, oben einen Werbebanner, rechts einen Werbebanner
Und dann am besten auch noch unten ein Werbebanner. Also meistens haben die dann ja drei, ne? Links, oben und rechts. Unten eher selten, aber meistens so drei Werbebanner. Ist so Standard bei so überladenen Seiten. Und dann hasse ich das, wenn das alles dreimal die gleiche Werbung ist. Also wirklich 1:1. Links und rechts genau die gleiche Werbung. Und oben die gleiche Werbung, aber nur halt im Breitformat ein bisschen angepasst. Naja, Werbung. So, wir könnten fast ascenden. Ich glaube, mal viel weiter kommen wir nicht. Es reicht doch eigentlich vollkommen aus. Von daher, let's do this. Und dann können wir euch schon mal unsere ersten Agents kaufen. Wir schicken euch direkt mal wieder los hier. Bam, bam, bam und bam. Und dann gucken wir mal. Beziehungsweise halt. Achso, halt. Du gehst mal darauf. So, wir zuallererst. Ja, komm. Aber hallo? Wo bleibt ein Juggernaut? Hallo, er hat ein Juggernaut? Normalerweise kommt er doch immer gleich zu als erstes oder zweites oder sowas. Ach, geht doch. Kein Respekt mehr hier. Das haben wir sogar schon alle Klicke. Ah ne, unten, Agaif, der fehlt noch. Den hol ich ein bisschen auch gleich mal. Wo ist Agaif? Mach nicht da. Da ist er. So, dann haben wir unsere drei Klicker. Die beiden Goldies. Wir haben einen Goldie gerade mal. Oh mein Gott, das ist aber wenig. Ja, der Goldie für goldenen Klick interessiert gerade keinen. Der reicht auch später noch aus. Wir haben erstmal, so wie es aussieht, alle die wichtig sind, haben wir. More Treasure Chest, more Gold from Treasure Chest, Goldrop allgemein, unsere drei Klicker und halt Admin und Kumavagamaru. Das sind so die allerwichtigsten, die man haben kann. Und das Rest ist eigentlich optional. Von daher lassen wir das erstmal so, gucken, wie weit wir hier eigentlich kommen. Wobei, wir können auch eigentlich gleich alle holen, ganz ehrlich. Ich gucke zwar vorsichtshalber mal immer auf den Preis, falls es doch zu stark sinken sollte. Dass wir dann da doch ein bisschen Stopp machen. Wobei es sinkt schon ganz schön. Also, ich sag mal so, bis 3E5 gehe ich runter. Wenn es aber noch stärker fallen sollte, dann lasse ich das lieber doch. Komm, goldenen Klicks hier. Können wir uns aber den anderen doch kaufen, mit der goldenen Klicks verbessert. Der da. So. Power Search ist gerade sowas von egal. Der ist noch ganz cool. 10-fach Gold ist immer ganz schön, wobei der am Anfang halt relativ wenig bringt, weil ne, da hat man dann vielleicht jeden 100. Klick mit 10-fach Gold. Aber besser als gar nichts. Ach komm hier. Ach was, die restlichen kaufe ich später. Sind erstmal uninteressant. So, dann machen wir mal erstmal direkt auf Level 9. Bam. Haben wir noch einen teuren? Ja. Die beiden sind auch teuer. Warum sind die alle so teuer? Mann, ich nur bitte die neuen. So. Der ist noch auf jeden Fall teuer. Der drüber, glaube ich, auch. Ja, genau. Nein. Hey, oh, Alter. Ronny, was ist los mit dir? So, dann haben wir hier unsere drei Goldies. Und dann haben wir hier unten noch den Typen, der auch teuer ist. So, unsere Goldies kriegen wir locker auf Level 100. Vielleicht sogar auf Level 1000. Ich bleibe bei Level 100. Wir machen den aber gleich auf Level 200. Wir machen mal direkt 200. Ja, also 200 geht locker, wir können die sogar noch höher leveln. Lass ich aber erstmal. Dann gucken wir lieber erstmal, was sonst noch so Sinn macht. Oh, Click Damage, das Wichtigste all over the world. So, den machen wir mal auf 100, wobei ich gucke sicher selber vorher nach. Ja, doch. Level 100 geht auf jeden Fall klar. So,
Jetzt haben wir noch 2,2 E5 übrig. Das reicht nochmal, um hier alle auf 300 zu setzen. Und dann sind wir aber eigentlich gut bedient. Ah, komm, die 3 Gold, die mache ich auch nochmal. Also zumindest die oberen beiden. Pluto ist eigentlich relativ egal, weil der ist noch relativ useless. So, jetzt haben wir doch schon eigentlich ordentlich Power hier. Dann öffne ich mal die ganzen Guilds, die wir haben. Okay, so viele sind es noch gar nicht. Fällt mir gerade mal ein. Die können wir schon mal direkt auf Frostleaf setzen. Ach komm. Die paar Vergoldungen. Upsala, Level 550. Was ist passiert? Was ist geschehen? Wir machen dann mal. Hier mal überall direkt mal 200 Level kaufen. Was wir machen könnten, wäre vielleicht bei Kumawakamaru noch mal 5 Level kaufen. Oh, war schon ganz schön teuer. Das fünfte Levelline hätte ich nicht machen müssen. Das war umsonst. Also, das war ganz nicht clever. So, und schon sind wir wieder fast Level 100. Oh mein Gott. Und wir haben bloß noch 4 Monster. Also effektiv 4 Monster pro Ebene. Jütchen. Da sind wir auch schon gleich wieder bei Frostleaf angekommen. Sehr schön das Ganze. Sehr, sehr schön. So, hier oben haben wir alles. Komm, ich gebe nochmal 2 Level. Sieht gut aus. Dich gebe ich. Achso, nein, nee. Brauche ich gleich für Frostleaf. Ich weiß nicht, die letzten Tage ist immer so, entweder ist es komplett sonnig, so wie heute. Gut, ab und zu mal eine Wolke, ja. Aber an sich komplett sonnig oder aber komplett verregnet. So irgendwie so immer extrem Herbstwetter oder extrem Sommerwetter. Irgendwie schon funny. Und heute schon wieder so ein extrem sonniger Tag. Was irgendwie schon geil ist. Gut, die Sonne ist mittlerweile auch schon wieder am Untergehen. Also, ne, also nicht am Untergehen, aber von meiner Fassade ist jetzt erstmal weg. Die scheint jetzt quasi von hinten. Und damit bei mir nicht mehr ins Zimmer rein. Ach komm, ich mach auf 1. So. Dann kannst du darauf und dann. Let's have fun. Hey. Ach Leute, ich kann durch den Autoklicker nicht durchklicken. Interessant. Hä? Ich kann gar nicht klicken, wenn der Autoklick aktiv ist. Ach so, ja, klar. Ich bin ja bescheuert. Alles gut. Ich bin auch sowas von bescheuert. Eben, ich kann ja nur kaufen, wenn ich auch wirklich mit einmal 100 Level kaufen kann. Und das konnte ich da halt einfach gerade nicht. Ja. Dumm gelaufen. Jo, da würde ich mal sagen, das war's. Dann sehen wir uns dann alsbald. Oh, ein Fisch wieder. Ey, 61% Gold pro Monster. Wow, fünfmal klicken. Ah, nee, was laber ich? Zweimal klicken und wir haben mehr als bereits das Gold des Monsters Intus. Das ist heftig, aber gut. Im Vergleich zu dem, was er später hat, ist es ein Witz. Kompletten Witz. Jutsche, dann sehen wir uns dann alsbald wieder. Montag. Wahrscheinlich zur nächsten Transcension, also garantiert zur nächsten Transcension, außer es kommt was dazwischen, was irgendwie komplett mich aus der Bahn wirft. Ja, von daher denn, wow, vorherige Folge war eine Transcension, heute hatten wir eine Transcension und nächste Folge ist direkt auch wieder eine Transcension. Lol. Ah gut, was willst du machen? In dem Sinne dann, schau mit V, man sieht sich dann irgendwann wieder. Gott, das war jetzt eine ganz schön lange Folge, kann das sein?
4 GB, ja. Fast eine Stunde. Holy shit. Ja, nee, Dreiviertelstunde. Okay. Weil es jetzt so ziemlich genau 16 Uhr und ich dachte, ich hätte genau 15 Uhr begonnen. Aber dann habe ich doch ein bisschen später begonnen. Ja. Nein. Doch, genau 14 habe ich begonnen. 15:14 Uhr und 7 Sekunden. Ah ja. Geht da noch.